Den Weg zum Waldrand zu finden war nicht schwierig. Ich brauchte nur nach links die kleine Straße ein paar Schritte hinaufzuschlendern, um an den Rand meines persönlichen Märchenlandes zu gelangen. Dabei wollte ich mir Zeit lassen und jeden einzelnen meiner Schritte voll auskosten. Ich lief an ein paar kleinen Läden vorbei. An der letzten Straßenecke, kurz vor der Hauptstraße, die an Gosford vorbeiführt und das vom Waldrand trennt, gab es ein verlassenes Grundstück. Eigentlich war es nur ein Stück vernachlässigter Wiese, auf der ein einzelnes Baufahrzeug schlummerte. Ich sah mir sorgfältig jeden einzelnen vertrockneten Grashalm und jeden Strauch an. Hier gab es keinerlei Anzeichen von Krabbeltieren, geschweige denn von giftigen Spinnen oder anderen gefährlichen Tieren. Kaum hatte ich die gut befahrene Landstraße überquert und ein paar Schritte in Richtung von ein paar am Waldrand parkenden Autos getan, begrüßte mich ein kleines, drachenähnliches Wesen. Es saß auf einem Gullydeckel, wo es offenbar ein bisschen feuchter und kühler war. Glücklich wünschte ich dem kleinen Kerl einen schönen Samstag und blieb im respektvollen Abstand stehen, um ein Foto zu machen. Das Bürschlein war von jener geschuppten Sorte mit winzigen Hörnchen auf den Köpfchen, die in einem benachbarten Universum bestimmt Feuer spucken kann. Dicht an der einem der parkenden Autos stand ein junges Paar und ordnete ein paar Sachen im Kofferraum. Die Frau war sommerlich leicht bekleidet und trug winzige Sandalen, die ihr fast von den Füßen zu gleiten schienen. Auch hier machte sich niemand Sorgen, von irgendeinem lebensgefährlichen Kriech- oder Krabbeltier gestochen oder gebissen zu werden. Ich sah, wie ein daumenlanger, schwarzer Tausendfüßler zwischen meinen Füßen entlang eilte. Dann eine kleine schwarze Eidechse, dann noch eine. War der Tausendfüßler gefährlich? Ich hatte keine Ahnung. Verstohlen hockte ich mich hin, um meine bissfesten Globetrotter-Gamaschen an meinen Waden zu befestigen. Meine guten alten 17-Euro-Arbeitsschuhe, die ich irgendwann vor Jahren bei Lidl in Berlin gekauft hatte, waren vermutlich sogar schussfest. Ich ging weiter zum letzten parkenden Auto, um einen sehr vorsichtigen Blick in Richtung Regenwald zu riskieren. Neben dem Weg ging es direkt einen Hang hinauf. Um den hinaufzulaufen, hätte ich aber durch ein paar Meter dichtes Gebüsch gemusst. Das erschien mir aber fürs Erste zu gewagt, also ging ich zurück zum Highway. Ich lief ein paar 10 Meter weiter an einem zweistöckigen Haus vorbei zur nächsten Einmündung, die in den Wald führte. Hier stand das Gestrüpp etwas vereinzelter. In einem kleinen Minigraben, der offenbar Regenwasser vom Berg wegleiten sollte, lag ein verwitterter Plastikbehälter mit Schraubverschluss. Er enthielt benutzte Skalpellklingen. Der Müll passte zur Arztpraxis in dem Haus, an dem ich gerade vorbeigelaufen war. Etwas von dem Gestrüpp glitzerte in der Nachmittagssonne. Es war von einem von Regentropfen glitzernden Spinnennetz durchwoben, und dieses Netz war bewohnt. Eine Spinne von der Größe eines Sahnebonbons hing darin. Sie hatte kurze, knallrote Beinchen. Eigentlich sah sie für ein wirkliches Lebewesen zu perfekt und leblos aus, wie ein Bewohner aus dem Legoland. Ob die gefährlich war, konnte ich nicht einschätzen. Jedenfalls war sie groß genug, um einen ordentlich in den Finger zu beißen. Es schien mir logisch, dass sich die Spinne jetzt so kurz nach einem kleinen Regenguss sehen ließ, um sich für die Jagd auf die Lauer zu begeben. Ich machte rasch ein Foto von ihr und sah den Hang hinauf in den relativ lichten Regenwald. Konnte es wahr sein? Kaum 50 Schritte von mir entfernt klammerte sich doch ein schwarzes Geschöpf an einen Baumstamm kurz unter dem Wipfel. Mann, hatte ich vielleicht ein Glück. Kaum eine halbe Stunde spazierte ich zaghaft am Rand des Waldes hin und her und schon sah ich meinen ersten Koalabären. Vom Feuerwerken in der Heimat kannte ich ja bereits eine Eigenschaft von mir: alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu schmeißen, wenn nur der Anreiz groß genug war. Ohne noch lange zu überlegen, stürmte ich durch das Unterholz. Ich achtete nur noch darauf, nicht auszurutschen und etwas unvorsichtigerweise zu berühren, als ich mit immer schnelleren Sätzen, ohne meinen Baum aus den Augen zu verlieren, weiter den Hang hinaufraste. Bei näherem Betrachten stellte ich allerdings fest, dass da überhaupt kein kuscheliges Knuddelbärchen oben auf dem Baum nur darauf wartete, von mir gestreichelt zu werden. Der Baum war einfach nur an der bewussten Stelle besonders knubbelig gewachsen. Verschämt schlich ich nun etwas vorsichtiger zurück zu meinem Ausgangspunkt. Unter mir liefen ein paar beeindruckend große Ameisen durchs Laub. Auch entdeckte ich mehr Spinnweben an einem Baumstamm. Vorerst unterließ ich es, sie genauer zu untersuchen.
Fürs Erste hatte ich genug vom Regenwald. Husten und Schüttelfrost kehrten langsam zurück. Auf dem Weg zurück zu meinem Hotel hörte ich ein paar Echos von etwas, das sich gleich darauf als Fragmente eines live gespielten Liedes herausstellte. Gleich hinter dem Einkaufszentrum, das direkt an die Straße, an der mein Hotel lag, grenzte, gab es einen Park. Ich entdeckte junge Familien mit Kindern, Stände, an denen man gesunde Snacks kaufen konnte und schließlich auch den Mann, der mit seiner Gitarre ein Lied zum Besten gab. Halbnackt tobten die Kinder über den Spielplatz, auch deren Eltern waren eher für einen Badeausflug angezogen. Ich begann, mir in meinen dicken Jeans, an denen immer noch meine Dschungelgamaschen befestigt waren, lächerlich vorzukommen. Verstohlen setzte ich mich auf eine Bank am Rande des Parks und schnallte wenigstens diese überteuerten Regenwaldstützräder ab. Im Vorbeilaufen steckte ich dem Mann, der inzwischen seinen nächsten Song angestimmt hatte, etwas Geld in die Büchse. Er bedankte sich und bekam zum Abschied von mir das Daumen-nach-oben-Zeichen. Versteht sich doch unter Kollegen so. Die meisten Geschäfte in der Mall von meinem Hotel waren noch an diesem Samstagnachmittag geöffnet. Sogar einen Aldi gab es hier. So deckte ich mich mit einem kleinen Vorrat an Cola-Dosen, Keksen, Oliven, Käse und Brötchen ein. Jetzt war ich gut für den Abend ausgestattet. Im Hotel gab es auf der Etage, die ich bewohnte, Gemeinschaftsduschen. Auch die Klos waren kurz vor dem Schlafen in Unterhosen aufzusuchen, jedenfalls wenn man sich nicht extra fürs Pinkeln nochmal eine Hose anziehen wollte. In Unterhosen herumzulaufen wäre mir sowieso nicht peinlich gewesen. Seit meinem ersten Solo-Auftritt mit E-Gitarre, der jetzt schon viele Jahre zurückliegt, ist mir überhaupt fast gar nichts mehr peinlich. Der hat mich für alle Zeiten erröten lassen. Immerhin konnte ich mich über den günstigen Umstand freuen, dass ich zumindest an diesem, meinen ersten Abend, offenbar die Etage so gut wie alleine bewohnte. Vor dem Licht ausmachen suchte ich sorgfältig mein Zimmer nach Spinnen und anderen illegalen Mitbewohnern ab. Sicher ist sicher. Eine kleine, ziemlich niedliche Spinne hatte sich über den Fenster in ihrem Mininetz gemütlich gemacht. Ich stieg auf einen Stuhl und machte die Lampe auf meinem Handy an und betrachtete das winzige Monster aus der Nähe. Gefährlich sah die nicht gerade aus. Okay, kein Grund, sich nach draußen zu bitten. Noch ein bisschen Fernsehen und Videos auf dem iPad, dann war ich reif fürs Land der Träume.